Hi Leute, willkommen zu einem neuen Fishing Point Video. Diesmal bin ich hier am 9 Hektar Angelteich bei Magyarszatschőd. Ist ebenfalls ein Vereinsgewässer. Ich bin hier im hinteren Bereich und ja, versuche mich wieder beim Stipangeln mit der kleinen Stiproute. Ich habe, wie man hier im Hintergrund sehen kann, habe ich auch meine Matchroute mitgenommen. Sollte ich vielleicht auspacken. Hier habe ich jetzt schon angefüttert mit Partikeln, ganz wenig Mais mit Knoblauchgeschmack und ja, werde auch mit Mais angeln. Ich habe sonst eigentlich auch nichts mitgenommen, habe auch einen größeren Haken drauf getan, habe auch eine größere Pose drauf gegeben und ja, jetzt schauen wir uns einmal an, wo ich hier angle. Und dann zeige ich euch das Tackle, das Endtackle, was ich hier als Ausrüstung genommen habe. Also Leute, hier werde ich angeln, hier neben diesen Ästen habe ich angefüttert. Dort ist auch meine Pose, hier das kleine Teil. Jetzt ist aber nichts am Haken. Habe hier ein wenig mit Dosenmais angefüttert, beziehungsweise mit Mais, mit Knoblauchgeschmack. Und ja, Fische waren schon dran, aber jetzt kein wirklicher Biss, dass die Pose verschwindet oder sonst irgendetwas. Ich denke mal, das sind die kleinen Fische. Aber ich weiß, dass hier auch Graskarpfen stehen und ja, da werde ich eben mein Glück versuchen. Ich habe Mais mit Knoblauchgeschmack und mit Honiggeschmack mit und ja, das werde ich wechseln und mal sehen, ja, was heute noch möglich ist. So, und jetzt schauen wir uns Haken und die Pose an, was ich drauf getan habe. So Leute, also wie man sehen kann, ich bin hier wieder mit der kleinen Stiproute draußen und habe hier einen ganz kleinen Haken drauf getan. Ist ein 14er, 12er oder 14er Haken, ich weiß jetzt gar nicht. Dann ein Schrotblei und habe mir eine neue Pose gekauft, eine 2 Gramm Pose. Und mit dieser versuche ich jetzt mein Glück. So, und wie gesagt, ich werde Dosenmais nutzen. Da habe ich hier eines mit Knoblauchgeschmack. Das habe ich jetzt drauf gehabt. Und hier das andere ist mit Honiggeschmack. Das werde ich jetzt drauf tun. Und mal sehen, ob ich jetzt einmal Glück habe. Vielleicht kann ich einen etwas größeren Fisch überlisten als das letzte Mal beim Stipfischen, wo ich nur Rotfedern gefangen habe. Hier stehen auch Graskarpfen, nicht allzu große, deshalb habe ich auch nicht so Angst mit der kleinen Stiproute hier zu angeln. Aber doch auch so 2,5 Kilo Graskarpfen, aber mal sehen, ob ich einen überlisten kann. Ich hoffe natürlich auf Brassen oder eventuell Karauschen. Aber das wird sich dann herausstellen. Jetzt müsst ihr mir die Daumen drücken. Ist schon beim Mais. Ja.
So Leute, so wie es ausschaut, auf dem Eis ist nicht viel Aktivität, sonst habe ich leider nichts anderes mit, also keine Würmer oder sonst irgendetwas. Ja, ich war aber vorher noch im Angelgeschäft, hätte natürlich was kaufen können, habe es vergessen, habe aber nur eine Steeper-Rute bestellt, die ich am Freitag bekomme, werde ich dann in einem eigenen Video vorstellen. Es ist zwar ein Fisch dort, beim Mais, aber ja, dürften kleine Fische sein, die sich mit Mais herumspielen. Ja, mit Mais dauert es halt einfach länger, bis ein ordentlicher Biss kommt, bis ein Fisch kommt, der die großen Maisstücke auch wirklich einsaugen bzw. mitnehmen kann. Ich bleibe auf jeden Fall dran, drückt mir die Daumen und ja, vielleicht ergibt sich ja gleich etwas. Also Leute, der erste Fisch auf dem Eis ist ebenfalls eine Rotfeder. Aber die ist schon in der Größe, wo man es fürs Welsangeln verwenden kann. Also eine brauchbare Größe. Hat mit dem Eis natürlich länger gedauert. Aber hopp, schöner Fisch. Und jetzt werden wir den einfach zurücklassen. Also, ja, auch Dosenmais bzw. Mais funktioniert. Es ist zwar kein richtiges Dosenmais, sondern speziell fürs Angeln Mais. Aber es funktioniert. Es ist auch ein schöner, größere Rotfeder hat da angebissen. Die hätte ich jetzt schon fürs Welsangeln verwenden können. Ja, sobald meine Spule gekommen ist, dann werde ich natürlich hier auch mit meiner neuen Steeper-Rute auf ja, Rotfedern, auf Brassen und so weiter angeln. Und ja, dann geht es zum Welsangeln und mal sehen, ob es was wird. So Leute, wieder ein Fisch. Wieder eine Rotfeder. Und die ist ebenfalls schon in der Größe, wo man es fürs Welsangeln verwenden kann. Eine ziemlich blasse. Aber ich zeige euch den kleinen. Ein Weißfisch, wieder
die passende Größe fürs Welsangeln, aber ja, leider bin ich ja noch nicht vorbereitet drauf, also lasse ich den Fisch wieder zurück, ob, wenn ich ihn überhaupt einmal vom Haken kriege. So, aber schöne Größe. Und jetzt geht's zurück mit ihm. So, und mit dem letzten Fisch für heute verabschiede ich mich gleich. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, die Fische haben euch gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und bis zum nächsten Fishing Point Video.